Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zurück zu Let's Play Sir, You Are Being Hunted. Ha, beim letzten Mal haben wir nicht alles eingesammelt, das heißt, wir haben hier noch ein bisschen was zu erledigen. Aber unser Inventar ist voll und unsere Motivation ungebrochen. Und solange wir nicht genau wissen, wo das letzte Teil ist, ich kann mich erinnern, dass es irgendwo in einem Waldstück gelegen hat, aber irgendwo in einem Waldstück ist eine etwas grobe Angabe. Da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen. Einmal gekochter Haggis nehmen wir mit. I know you're not used to preparing your own meals, sir. But I'm sure you can master roasting game on an open fire. That smoke can be seen from miles, however, so do be quick. Fängt ja gut an. Gut, die Richtung scheint schon mal zu stimmen. Also zugegeben, mit einer Axt anzufangen, macht das Spiel nicht gerade wenig einfacher, sondern eher. Sogar sehr viel einfacher. Da ist das Teil, aber ich möchte die gerne weiter davon weglocken. Außerdem möchte ich gerne vorher das Inventar ein bisschen aufräumen, damit wir im Zweifel nicht gezwungen sind, Sachen so ad hoc wegzuwerfen. Ah, ist das nicht der Britbot? Gut, hier wird das reichen.
kann der Wecker bitte jetzt klingeln? Ein bisschen mehr Zeit hätten wir uns vielleicht sogar noch den Hasen holen können, aber hey, noch haben wir keinen Mangel an Fleisch. Schokoladenkekse nehmen wir gerne. Revolvermunition. Ein Beutel Minze. Was haben wir denn noch? Eine leere Glasflasche. Sehr gut. Eine leere Glasflasche. Und haben wir dafür noch Platz? Ja. Dafür haben wir auch noch Platz. Um Himmels Willen, das Spiel beschenkt uns ja geradezu. Und dann wieder kommt so ein Moment, wo einem beinahe der Scheinwerfer des Ballons auf die Rübe scheint. So. A few more of those and we can activate the device. Da drüben war die Hütte und diese Hütte benutzen wir jetzt auch als Zwischenlager für die Sachen, die wir nicht lebenswichtig brauchen. Zum Beispiel die Munition. Eine Falle reicht, beziehungsweise zwei Fallen. Die Munition brauchen wir. Eine Flasche Whisky und noch eine Flasche Whisky lassen wir hier. Das wird Notfallversorgung. Haggis und eine Dose Fleisch. Solange sie weiter in die Richtung gehen, ist es kein Problem. Dann laufen wir einfach in die absolut entgegengesetzte Richtung. Oder in die erste Richtung, die uns auffällt, in der kein Gegner nach uns zu suchen scheint.
eingelegte Eier. Das ist gut. Taschenlampe brauchen wir weniger. Gibt es hier noch was? Noch mehr Lumpen als Verbände. Noch ein gekochter Haggis. Gut, damit fühle ich mich jetzt sicher, in Richtung des nächstmöglichen Hafens zu laufen. Wo immer der sich auch befinden mag. So. Und immer noch wird kein Anleger angezeigt. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich nach Westen von hier aus. Na gut. Und wie immer habe ich mir natürlich nicht gemerkt, was uns wo erwartet. Das heißt, das könnte jetzt durchaus auch die schwierigste Karte sein, die uns bevorsteht. Oder die leichteste. Wobei, wir haben jetzt schon einen guten Schnitt. Wir haben die Karte, wir haben eine Flinte. Okay, das ist nur die Rückseite von dem Stall. Wir haben die Axt, wir haben Fallen, wir haben zwei Wecker. Da drüben ist er. Im Übrigen, die Pilze kann man essen und das werden wir auch in einem sicheren Moment irgendwo mal ausprobieren. Die sind wohl ein bisschen trippy. Pilze halt. Ja, die Tentakelarme. Nee, die lassen wir mal stehen. Die roten Pilze, die sind auf jeden Fall extrem trippig und verändern wohl wie Alkohol, nur eben ein bisschen anders die Sicht. There are a number of islands in the archipelago. Each of them is likely to have fragments of the device for you to collect. Ja. Das dürfte die Schlosskarte sein. Und ich würde sagen, wir hocken uns da vorne mal hinter einen Felsen und probieren diesen Pilz einfach. Ja, genau, hinter so einen Felsen. Ja. Oh, ja. Hält aber auch nicht lange vor, der Effekt. Hat dieser Turm einen Eingang? Nein, hat er nicht. Schade.
Auf der einen Seite ist dieses Gelände zwar schon sehr gut geeignet, um sich zu verstecken, aber auf der anderen Seite, wenn man hinter so eine Mauer läuft und da plötzlich so 2, 3, 4 Robotern in die Arme läuft, ist das dann wieder nicht so gut. Außerdem schränken diese Mauern doch schon heftigst den Bewegungsspielraum ein. Nochmal ein Pilz. Den lassen wir aber in Ruhe. Das ist eine Strategie, die ich sowieso mal ausprobieren wollte. Die klingt sehr interessant. Okay. Und wenn sie nicht funktioniert. Dann haben wir wenigstens das Teil schon mal in der Hand. Okay, das ist jetzt doch zu viel Aufmerksamkeit gewesen. I cannot be controlling, but you cannot be controlling.
danger. Possible danger. Was you patrolling? Okay, das dürfte jetzt wahrscheinlich zu lange gedauert haben, um... die beiden von hinten niederzuzimmern. Aber vielleicht könnten wir hier immerhin neuer Wecker, ein Früchtekuchen. Und die Zange haben wir auf. Wir befinden uns jetzt relativ mittig. Was gibt's hier? Eine Kanne Tee, eine Spielzeugeisenbahn. Keine schlechte Beute eigentlich. Sherry, einmal Streichhölzer, Beeren können wir sofort essen. Ich bin der Meinung, ich hätte Schüsse aus dieser Richtung gehört. Die blaue Elfe fliegt in diese Richtung, aber ich will hier einmal kurz gucken. Normalerweise genau findet sich hier ein Fass. Nochmal Haggis und Munition für eine Donnerbüchse, die wir zwar noch nicht haben, aber...
Gut, die Schüsse kamen also von hier. Vielleicht haben wir sogar Glück. Tatsache. Wir haben sogar doppeltes Glück. Sie haben aufgegeben. So.
Ich möchte einmal sehen, ob wir die Möglichkeit haben, so einen Wecker auch wiederzubekekommen. Aber ich befürchte, dem ist nicht so. Das wäre auch zu einfach. Dafür gibt es dann zu viele davon. Gut, da hinten ist unser rettender Speicherpunkt und dann hören wir für heute mal wieder auf. Ich will die Folgen einfach nicht zu lang werden lassen. Gerade bei diesem Spiel sind die die Videos in auch kürzeren Abständen schon extrem groß. Und auf HD aufgezeichnet kann es durchaus mal sein, dass so eine 40, 45 Minuten Folge auch 10 GB hat. Und auch bei meiner schnellen Verbindung ist das ganz schön heftig. Na gut, einen kleinen Happen können wir uns noch reinhauen. Und dann danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet natürlich auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Spiel. Ich empfehle ja auch nur, was mir gefällt. Und auch wenn ich inzwischen immer besser in dem Spiel geworden bin, es gefällt mir immer noch sehr. Das Spiel hat einfach einen Charme, der ist nicht greifbar, aber auch nicht wirklich gut beschreibbar. Aber wenn ihr es in einer Sale-Aktion seht für 5 Euro, ich habe es, glaube ich, damals für 3,47 Euro oder so bekommen. Es hat sich in jedem Fall gelohnt. Und ich kann es euch nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Es macht einen unglaublichen Spaß und vielleicht könnt ihr es ja besser als ich. Das war für mich die Motivation, mit den Videos anzufangen. Und wenn ihr es besser könnt, sagt es mir ruhig in den Kommentaren. Ansonsten, wenn alles nichts hilft, sehen wir uns natürlich beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.